Magic. Magic. Und, ist da noch da? Hab noch nicht gesehen. Achso, ich hab noch meinen Links hier. Ja, wer ist das? So, Magic. Aber vielleicht sieht man's. Schwanzus? Ist das Schwanzus? Also, oder man sieht ihn an seiner Badge. Kennt ihr alle nicht so gut. Das ist. Es ist Schwanzus. Der kommt aus dem Norden, ne? Oder? Ich glaube. Ich bin der falsche Kandidat dafür. Ist er auch so Hannoveraner oder so? Wahrscheinlich. Schwanzus? Nee, in Hannover nicht. Also bei den Weeklys sehe ich den nicht. Achso, dann. Warum kommt Schwanzus? Aber ich dachte. Anni, du hast den Kopf gestellt, vom kommt Schwanzus. Weißt du, wo genau, okay. Das er kommt nicht so aus Hannover. Aber. Nee? Norden könnte sein, oder? Ich glaube, er kommt aus dem Norden. Aber ja, vielleicht kann uns der Chat helfen. Gegen Magic aus Italien. Beziehungsweise Berlin natürlich. Seit März oder so? Mai? Ja, so nimmt. Mitte des Jahres. Ich glaube, so zweites Quartal. Und die beiden Spaceys, die müssen sich natürlich hier. Warm-upen. Vielleicht haben die auch auf Stream gewartet und ist deswegen zu kalt geworden. Ist aber auch nicht zu warm, die Venue, aber ich denke mal. Ich denke, es wird ein bisschen wärmer dadurch, dass wir hier 40 Leute sind. Ja, du sagst, es ist nicht zu warm, es ist kalt. Hier vorne beim Commentary. Es ist wirklich. Ich glaube, wenn man da nebeneinander sitzt, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ja, wenn man da so richtig kuschelt und richtig schwitzt und die Controller. Dann ist es auf jeden Fall warm, ja. Ja, die Statistiken sind feierlich auf jeden Fall. Courtesy of our streamer boy Jonas, shoutouts. Shoutouts an Jonas, er ist einfach insane. Also ohne Witz. Im Vergleich zu jedem anderen Stream. Also nicht nur deutsche Streams, sondern halt Europa oder halt Welt. Ist schon, so. Kann schon mit Summit konkurrieren. So, ja, ne? Richtig. Es ist halt so Summit-Konkurrenz. Oder wenn man sich irgendwie so Big Host oder so angeschaut hat, die haben halt auch so 480i Stream, so mit paar Pixel. Ultra ugly. Und schaut euch das hier an, wie geil das Stream ist. Und das haben wir nicht nur jetzt, ne? Das ist auch für jedem Jedo, für jedes Weekly. Ja, ja, und wir können uns jetzt High Resolution Schwanzes gegen Magic anschauen. So, das kann man beim Big House nicht. High Resolution Schwanz könnt ihr bei uns im Stream sehen. Endlich. Play against the Spacey be like, this game makes you lose in 2 minutes. Das sieht nicht so gut aus für unseren Magic. Aber das ist der Magic. Ich hab Wagen für kurz outgespaced und ich sehe da 100%. Wo kommen die her? Da ist der erstmal schon was mit. Er wurde halt komplett genudelt. Keine Ahnung. Fast der Zero to Death. 9%. Da schaut man einmal weg und es sieht nicht gut aus für unseren italienischen Homie. Magic lässt sich ein bisschen überrumpeln manchmal und macht dann so Panic Options. Aber ist Magic voll, er ist voll gut. Krass. Er muss das Game selber bestimmen. Wenn er erstmal das Momentum hat, wenn er eine Advantage hat, dann ist er auch richtig scary. Dann fühlt er sich und dann legt er los. Aber er muss einfach confident und cocky werden. Genau, genau. Nicht zu cocky, sonst sagt er, I'm winning this one und dann verliert er ihn. So. Aber beides sehr schnelle, beides aggressive Spieler. Das ist ein sehr schönes Spiel. Ja, das ist auf jeden Fall nice. So. Magic macht leider Fehler, das ist nicht so schön. Also Fox Falco schon einer der geilsten Matchups im Game. Das ist halt so El Clasico. So, ja. Ein bisschen italienisch reingehen. Also spanisch. Ist es gleich, basically. Spanisch, italienisch. Der Klassiker. Hier, Real Madrid gegen. Boah, was war das für ein Drift? So vom Tekken, ne? Der hat legitim alles gecovert. Was, du machst kein Tekken Play, sondern die Rolle nach links. Ja, ich krieg dich trotzdem. Oh, mit dem Abtilt schon abgefangen. Nach dem Aerial den Schein von Falco. Oh, oh, Schein, er hat den Schein. Da kriegt er den Kill über 60%. Einfach komplett weggecheased. Und jetzt sieht es wieder sehr gut aus für Magic. Nach 2 Stocks Deficit eigentlich hat es wieder zurückgebracht. Und gerade im Spacey Ditto ist so ein Grab, ein Schein oder so. Und kann schon das Ende bedeuten. Oh, da sieht man halt auf Stage. Da geht ein Ledge natürlich. Wenn er schon schenkt. Geht rein und Shield. Okay. Magic geht nicht auf den Shield raus, er weiß nicht, was er tun soll. Das ist ein bisschen. Oh, die hat ja überleben können, auf jeden Fall. Das ist halt auch so ein bisschen scary, wenn du so richtig high percent bist als Fox. So, du willst ja nicht von irgendeiner Aerial gehittet werden. Und du kannst shielden, was will Falco machen? Will er dich grabben? Ja, cool. Dann kann ich Afron irgendwie offstage oder so. Aber so aus Afron kriegt er nicht viel. Aber da hat er auch den Stock. Hat er jetzt gut verwendet. Das darf er. Der darf nicht viel Prozent kriegen. Er muss Falco Stock schnell beenden. Okay, die Double Jump, um nicht von Level zu kommen. Der tötet! Gerade so an der Stage. In den Abfalleimer mit diesem Fox. Slam. Er wurde runtergedankt, einfach. Und 1-0 für Schwanzlos. Da ist es da.
Wohin geht der Magic wohl? Ich sag Yoshis. Ich sag immer Yoshis. Der mag Yoshis. Der mag ja. Yoshis als Spieler. Ich denke mal, Schwanzlos, wenn er safe geht, würde FG bannen. Dreamland wäre auch nicht schlecht eigentlich, oder? Fox kann besser recovern. Kann besser Laser campen vielleicht. Na ja, wohl. Aber Magic campt nicht. Er geht auf jeden Fall. Aber ich mag es eigentlich auch, gegen Falco Dreamland zu gehen. Alleine nur so, weil man halt so man im Neutral immer so checken kann mit Full-Up. Okay, kann ich gerade rein? Zum wenn Beispiel. Nein, ups, dann da gehe ich auf die Top-Plattform und Reset Neutral. Auf Yoshis geht es halt schwer, weil Falco halt super schnell auch auf der Top-Plattform ist. Wenn er sieht, dass du das machst, kann er sofort hochspringen. Mit einem Full-Up? Ja, ist gut. Mit einem Full-Up ist natürlich auch der Top-Plattform. Kann mit dem Arrow landen. Kann er covern? Nein, er geht nicht. Es ist halt unmöglich, Spaceys zu... Also zumindest in der Position zu Edge-Garden. Oh, Shine! Oh, oh mein Gott! Der Shift auf the Top, that's a mixed red. Oh, die Laser ist in die falsche Richtung. In die Crowd. Aber es hat... Er wurde nicht gepunished dafür. Ja, weil Magic, glaube ich, ein bisschen verwundert war. Oder erwartet, dass die in seine Richtung gehen. Weil der Tänzchen hier um sich rum. Kriegen ab und zu Knockdowns. Aber passiert nichts draus. Magic muss jetzt. Auch hier. Oh, schöner Shot. Magic sucht den. Ups. Dash Dance um ihn rum. Der Banker sollte aber eigentlich auch schon reiten, aber er kriegt nur so die Soft. Wird von der Side B getroffen, aber wird nicht dafür gepunished. Okay. Was? Okay. Da ist er. Okay. Hat er gesucht und hat nicht zu viel Prozent bekommen. Aber Absolut war auch ein bisschen risky. Also gerade so in dem Prozent hätte er, glaube ich, einfach nur einen strong Hit kriegen sollen. Aber er hat immer so diese Softshits bekommen. Halt so, es fühlt sich so richtig eklig an, wenn du nur so diesen starken Hit willst, aber so 5, 6 so Weak Hits kriegen. Und dann, ich will ihn doch nur töten. Ist der Gegner bei 140% und dann fühlt sich ein bisschen verarscht. Oh, offstage. Der Shorten kriegt den, hat den vor dem Abtönt. Also Schwanzlos Recovery sind bisher so richtig clean. Er wird halt dann nie wirklich für gepunished. Ja. Und der Mix ist halt auch so wieder ab diesem Mal ist halt nicht wirklich an die Ledge gegangen oder so, sondern schön Side-B, Ledge-Cancel. Jawohl, hat den gecovert. Das muss jetzt mal. Er macht das richtig. Ohne den Festwall hätte er weggekommen. Ja, der Stance genau nicht aber rein. Der Backer und da führt er auf seinem Counter-Pick. Er hat auch die nächsten beiden Games zu gewinnen. In den Laser und das ist wunderschön, um an die Ledge zu sein. Aber verliert tot gleich. Ui. Wie covert er es? Hätte auch. Aber diese Geduld. Ja. Ah, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Du kannst ihn dann nicht abwehren. Nee. Achso, ich dachte mir jetzt Crouching bei. Nee, wenn Falco liegt auf der Top-Plattform, kannst du nicht mehr mit Full Hop abwehren. Yeah, du kannst immer nach oben ASD ein und du kommst da immer raus. Der zweite wird nicht connecten. Ne? Also, oder einfach Single hin. Ich glaube, du musst einfach nach oben halten und dann kommst du da raus. Krass, okay. Also, du musst halt wirklich als Fox dann entweder halt committen mit einem Double Jump oder halt irgendwas anderes machen. Aber so Full Hop abwehr klappt nicht. Ich gehe immer dafür und wundere mich, warum klappt das nicht. So immer. Hast du mit der Abfolge mit der Downer, wenn du da. Wenn du mit der Downer das kannst? Ja, die Sache ist, ich glaube, da passiert normal. Weil dann trifft ja der zweite hinter. So schnell kann er nichts machen. Oder vielleicht kann er ausscheiden. Das keine Ahnung. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, sehr gut. Den Schein geholt. Das hätte er besser machen. Ja, der wollte halt wahrscheinlich bis zum letzten Moment warten, dann mit einer Becke so reinzuquiesen. Genau. Oder Uptilt oder so, und dann kann er sich aber nicht entscheiden. Das ist halt immer schwer einzuschätzen, wie lang ist der Gegner dann im Hits dann. 32% ist einfach Upthrow schon auf der Top-Plattform. Also mag Magic nämlich auch nicht, aber hat er den Upthrow-Upsmash gemacht, aber Falco ist auf der Top-Plattform liegen geblieben. So. Jetzt knapp nochmal. Ja, schon wieder dieser Shorten. Da kann Magic auch nicht viel machen, ne? Ja, sehr schön, die Side-Picker cut out. Okay, jetzt ist doch scary. Jetzt ist scary wieder, jetzt noch einmal. Ah, der Ballack, also war nicht klasse. Und doch, es wer Randall den noch Kill den Ledge getroffen. G1-1. Nix, der guckt im Hintergrund zu, wie sein Landsmann das einen Ausgleich holt. Und jetzt geht er wieder. Tschüss, Nick. Wir sagen ja, wir haben spannende Games, wir haben knappe Games. Gerade bei Best of 3 ist alles drin. Das wird spannend. Hive streamt auch. Heute streamt jeder. Das ist Samstag, ja. Also, wir haben, also selbst in Deutschland, Mini-Turniere haben wir 3 Stück heute. Ja. Echt, wirklich? Wir haben das Spino Summit, das Arcadian und noch München hat auch noch seinen Monthly. Ach, stimmt, ja, von Gannonball. Schade, das ist ein Gannonball. Ich finde es halt voll witzig, dass so Paul in München ist, so durch ganz Deutschland travel anstatt woanders hinzugehen. Aber Koro
halt aus München hierher kommt. Außer noch mal ja, Arcadian gibt's nur einmal, wenn er dafür zugelassen ist. Gibt ja auch einen Cash-Prize für den Arcadian-Winner. Und er darf in den Playoffs teilnehmen. Wer ja, Arcadian gewinnt. Playoff actually schon relativ gut Geld drin. Auf jeden Fall. Ich glaube, der erste Platz 165 Euro. Ja. Muss man sich natürlich für durch Namen schlagen wie Niki. Und, zu be honest, Niki kriegt das Geld. Er hat auch schon manchmal, wenn er heißig spielt, 2-30. Ich habe gegen seinen Fox, glaube ich, 2-3 gespielt. Ne? Ich auch. 1-3 war auch mal drin. Dennis hat gegen ihn, gegen seine ICs, 2x2-3 gespielt. Er hat gegen King ein Set verloren mit seinen ICs beim Jedo. Also immer noch Jedo, muss man dazu sagen. Und oh, aber sollen wir zum Set, geholt. Zum Set zurück? Erst sorry, ja. gerade eine nice Single-Hit Up-Air zu Up-Smash. Oh, nice. Für Magic und jetzt sieht es wieder so convincing aus. Geht, eigentlich ein ganzes Stock-Lead. So, dafür, dass Game 1 halt schon sehr schwanzuslastig war, sieht es jetzt super gut aus für unseren berlin-italienischen Homie. Hat er eine Chance zu viel gemacht. Er hat mit dem Schein wieder gecheckt, aber dadurch, dass er so gestalt war, konnte Magic sofort rauskommen natürlich. Und dafür sagt Magic jetzt den Ton an und hätte einfach abziehen können. Die Abwehr leider zu spät gemacht oder halt zu früh gefährdvoll oder so. Backer Knockdown. Oh, der springt, aber da hat er den Grab nicht mehr getroffen. Oh mein Gott! Wie ist denn sie? Einfach Nerven aus Stahl, er wartet einfach auf die Rolle. Holy shit. Oder er hat keinen Respekt mehr. Oh, da hat er den Jab Reset bekommen, aber der Down Smash gerade so ein bisschen zu früh gemacht, sonst hätte er mit dem Down Smash bei 70% von der Stage schauen können. Er hat den Double Jump gecashed. Oh, kein Tag. Da. Ja, da wollte er zu viel. Aber Respekt. Oh, he's moving on. Er bewegt sich das, genau das meine ich. Das ist Magic nämlich in diesem Confidence-Streak hier, in seiner Advantage-State. Oh mein Gott. Und er, so wie er vorhin zurücklag, liegt er jetzt vorne gegen Schwanzus. Er scheißt einfach auf ihn gerade. Es tut mir leid für Schwanzus, aber es ist... Ein bisschen overlasted aus hier. Oh mein Gott! Der Standing Shield Drop Back, er schiebt. Das war insane! Wer macht das? Ach du Scheiße! Da hat er ihn gemixt und hat mit einem 3-Stock das Game Buster 3 beendet. Das war heftig, Alter. Also sehr schön. Man hat gesehen, so wie Magic nicht wirklich confident war Game 1, aber so Game 2 wurde dann besser und Game 3 war halt. Game 3, also da hat er sich einfach gefühlt. Er hat die Confidence sich erspielt und hat ihn gedownloadet, was schon, muss ich mal sagen. Digga, was der gerade in den letzten Zirks gemacht hat, vor allem ist es halt auch so viel einfacher, so confident zu spielen, wenn du halt auch die Lead hast. So. Auf jeden Fall. Dann denkt man sich auch so, ey, ich kann mir Scheiße erlauben. Genau. Und dann, dann trifft die Scheiße einfach. Und dann lass es immer mehr. Hey, Dash stand auf der Plattform into Sheetrop Back Air. Alter. Ja, und das ist auch super. Ja, wunderbar. Crazy. Das hätte ich nie drauf gekommen. Ich hätte einfach gerade Shield gehabt, so ein Fox. Das ist einfach insane. Oder gegrabt vielleicht, aber. Okay. Wunderschön. Und dann, die Becker hat er nicht erwartet und er wollte vielleicht rollen oder so oder selber Shield droppen, hat dann vielleicht schlecht die Eid und ist von der Becker auch instant gestorben, so. Also Schwanzig. Ja, da war auch, keine Ahnung,